Ahoi, meine lieben Freunde, wir sind wieder da bei God of War 4. Und bevor wir jetzt ganz kurz, also wir sind genau an derselben Stelle, ich mache einfach weiter. Ich nehme eigentlich viel mehr auf, als ich heute aufnehmen wollte. Aber nö, eigentlich weniger. Man kann nicht genug God of War 4 spielen. So. Auf geht's. Was ist dahinter verborgen? Und ist unser Schmied noch da? Nee. Es sieht alles sehr ähnlich aus. Dahinter wird jetzt wahrscheinlich eine andere Welt sich uns auftun. Ja, genau. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch nicht. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abgebracht hat. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sie hat ja selber gesagt, die Götter haben ihr verboten, dahin zu reisen. Sie mögen das nicht. Sieh dich doch mal um. Wir mögen ja keine Hexen. Verbrennt sie. An. Oha, was ist das? Leuchtet was im Innern des Knotens? Bekommen wir jetzt etwa? Ich glaube, du hast's erledigt. Sieh mal da oben! Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. What the fuck? Hier sind ja auch überall die Untoten. Also ich nenne die jetzt Untoten, ich nenne die jetzt nicht hier, wie auch immer die in dem Bestarium-Eintrag heißen. Sieh her. Kannst du das lesen? Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Wir haben ganz schön viel Hacksilber. Wir können auch mal mit den Fähigkeiten jetzt mal gucken, was wir da weitermachen. Oder ich spare mir das für die Stufe 3 auf, weil wir die Axt ja eigentlich bald verbessern können. Ich habe ja zumindest genug dafür da, um sie auszubessern. Dieser Magiekampf, diese unentdeckten Waffen, die bekommen wir wahrscheinlich, wenn wir das Licht eingesammelt haben, denn er hat ja jetzt die neue Sehne an seinem Bogen. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Achso, das können wir generell kaufen, unabhängig von... Wow, das kostet 3 fucking 1000, ne? Bin zwar noch auf keine Gegner mit Schild getroffen, aber das finde ich sehr gut. Dann lohnt sich dieser Block in letzter Sekunde, der lohnt sich dann auch. Ich kaufe mir das mal. Doch, ich hole mir das jetzt doch. Da hat man irgendwann so viele Kombos, da komme ich komplett durcheinander. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. Dunkelalben!
Ah, dann wirft er nochmal Dollar. Nicht aufstehen! Ich brauche einen Fang! Ja, ich kann gerade nicht an. Ich glaube, ich nehme keinen Schaden, wenn die Axt gerade aufgeladen ist. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefiel die andere Rune ein bisschen besser. Warum erscheint das Lichtzeichen? Erscheint kein Lichtzeichen, oder? Jawohl, das war cool. Das wollte ich doch. Okay, ich versuche nur ein bisschen meine Kombos gerade an den aus. Es werden mehr kommen. Ich versuche ein bisschen zu gucken, welche Kombos so am besten sind. Dunkelalb, anders als die Lichtalben aus Alfheim bevorzugen die Dunkelalben finstere Orte. Vielleicht wollen sie deshalb das Licht verdecken. Sie können fliegen und sind offenbar ziemlich schlau und gut organisiert, mehr noch als die meisten unserer bisherigen Gegner. Ihre Waffen sind vielseitig und sowohl im Nahkampf als auch distanznutzbar, ähnlich wie bei Vaters Axt. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich versuche bloß, alle möglichen Angriffe hier bei denen einzusetzen. Ich wollte Waffen... Nee. Wie komme ich denn hier an diese Rune ran? Da. Das hat mir mehr gefallen bisher. Ich kann das auch verbessern. Erhöht den Betäubungsschaden. Finde ich gar nicht so schlecht. Achso, das macht nur Schaden bisher. Oder wie? Und wenn ich dann den Ausbau mache, dann betäubt das die noch weiter. Ich finde, das ist schön, weil die Attacke ist schnell. Das trifft mehrere. Soll ich das ausbauen? Komm, wir bauen das aus. Mir gefällt das. Dann haben wir gleich noch... Oh, der macht verdammt viel Frost-Damage. Jetzt sollte ich vielleicht auch öfters mal einsetzen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Ich habe ein bisschen diese Fähigkeit im Nahkampf auch ausprobiert, aber... Ach so, okay, ah. Ach so, okay, das... Ach so, ich dachte, ich muss auf den hinteren werfen und dann zurückziehen, damit es den vorderen trifft. Ah, okay. Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Da wäre ich jetzt aber auch fast wieder dran vorbeigelaufen. So, erhalten wir noch einen Apfel oder... Ich setze sie mal zusammen. Ah, Chiffre. Chiffre-Teil. Das ist mir scheißegal. Ich will mehr Leben. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Moment, ist das Sindri? Kompass-Gebietsmarkierung. Wenn der Kompass golden wird, ist sein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Interessant. Du wirst bestimmt auch wieder... Ja, genau. Da muss ich mich...
hier hinstellen, wahrscheinlich. Nee. So weit geht das nicht. Was ist das denn? Okay, wir gehen und gucken erstmal hier ein bisschen rum. Das Wasser will er nicht. Kann Kratos nicht schwimmen, oder? Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Was macht der einzige? Junge. Ja. Oh nein, lass ihn doch reden, während ich mich umgucke. Sindri, warst du schon immer so... Peinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Und wenn sie in dich hineingelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Biester vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Nur noch Eichengriffe, na toll. Blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Er sagt, nur so könne er hören, was das Metall werden will. Wenn du zu viel Rohsilber anfasst, wird deine Haut irreparabel verändert. Das heißt für immer. Sprich ihn aber lieber nicht darauf an. Du weißt ja, wie empfindlich er sein kann. Das ergibt wohl Sinn. Wow, mit dem kann man echt viel reden. Mit dem kann man echt scheiße viel reden. Oh, Vitalität und Abwehr. Die gibt natürlich ordentlich. Oh. Ich will aber eigentlich eher lieber... verbessern. Ich finde schon noch so ein paar Sachen in der Welt. Garantiert. Wow. Das ist hier ziemlich viel Scheiß. Warum habe ich den dann gekauft für 3000? Wenn es jetzt hier schon wieder viel bessere gibt. Den hatte ich, glaube ich, gekauft, gell? Boah, Leute, ich weiß es nicht. Die Armschienen sind ja auch nicht so schön. Scheiß drauf. Die verbessern wir jetzt einfach mal. Weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Hier, die will ich verbessern. Frostflamme, ja. Stärke. Ich habe sie noch kostenlos poliert. So viel Blut. Seine Kommentare sind schön. Ich finde ihn ja schon ganz witzig. Aber den ganzen Tag könnte ich mir den Typen auch nicht geben. So... kaufen. Zauber. Ja, wo diese Zauber sind, den habe ich noch nicht so richtig. Das habe ich noch nicht so richtig. Ein Zauber, der Glück um 5 erhöht. Ja, kriege ich die dann oder muss ich die freischalten oder kriege ich die einfach so? Ich verstehe das noch nicht so richtig. Wir machen mal das hier. Weiß zwar nicht, was das ist, aber... Also die habe ich anscheinend jetzt einfach so. Ja... Wir können ja noch mal gucken. Runenkraft 3. Das hat gerade Glück gebracht. Na, anscheinend habe ich nichts irgendwie mit Glück gerade bekommen. Okay, ist auch ganz interessant. Werden wir noch mal gucken. Also wir haben ja jetzt sowieso einen Haufen ausgegeben für die Scheiße. Mit dieser ganzen Brustverbesserung und das alles. Da gucken wir mal noch. Obwohl, wir haben so viel Hacksilber eigentlich. Das sollten wir jetzt nicht so geizig sein, ne? Ich weiß nicht. Brustrüstung habe ich halt jetzt schon. Armrüstung, Hüftrüstung haben wir, glaube ich, noch keine. Wollen wir uns da eine mal kaufen? Abwehr, Runen, Stärke. Oder Abwehr, Vitalität kann auch nicht schaden, ne? Nur Abwehr, nee. Wenn dann schon eine davon...
Komm, wir nehmen die. Wir nehmen die mal und dann. Also nee, komm, du kriegst nix. Lohnt sich das, die zu verbessern? Naja, ach komm. Ich weiß es nicht. Wir müssen es dann später herausfinden, sage ich mal. So, ich habe in dieser Folge, die Folge werde ich ganz schön kürzen. Gerade wenn ich so im Menü rumeier, da werde ich ein paar Sachen rausschneiden. Wundert euch nicht. Geht's wieder ab damit auf dem See? Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Das sagt er jetzt schon zum zweiten Mal. Irgendeiner versucht mit ihm zu reden. Hat deine Mutter irgendwas von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Was ist das denn? Episch! Yggdrasils Abklingzeit-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Ja, gönn ich mir. Wie kann ich diesen Zauber aktivieren? Sie haben Rüstung mit einem Zauberplatz angelegt. Na ist das was. Zauber können nur an angelegten Ausrüstungen Talisman mit Zauberplätzen angebracht werden. Na, das soll mir mal einer sagen. Ich habe am Anfang einen Haufen Zauber gekauft und habe gedacht, die wirkt der einfach so. Zauber bieten Statussymbol und einzigartige Boni, bla, bli, blub und nimm das und dann, da wird es eingefügt. So, Zauber hier. So, ich habe nämlich einen Haufen. Ja, ein Haufen Mist und nur ein was mit einem Zauberplatz. Geil. Glück, Abwehr, Stärke, Runen, Vitalität. Das ist natürlich echt gut, ne? Stärke, wir sind jetzt eigentlich... Stärke ist eigentlich echt schon ganz gut. Vitalität ist halt echt erbärmlich. Und Glück haben wir gar nichts. Weiß jetzt gar nicht mehr, was Glück war. Kann jetzt die Details, kann ich mir gar nicht anzeigen lassen. Gut, dann nehmen wir das. Glück erhöht die Aktivierungschance des Bonus. Erhöht XP und Hacksilber. Glück ist natürlich nicht schlecht, ne? Also Stärke ist mir gar nicht so wichtig. Eigentlich die Sachen, die mir eher wichtig sind, da habe ich sehr wenig. So, was bist du denn? Der ist nicht ausgerüstet, oder wie? Doch, der ist ausgerüstet. Na, dann ist da alles safe. Wir fahren mal hier noch eine schöne Runde rum. Weil alles schön ist. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee. Da könnte noch was sein, aber ich glaube es eigentlich nicht. Oder ist hier noch was? Nee. Kann ich auch nicht anlegen. Nein, also geht's weiter. Ja, so Paddeltouren mit dem Sohn, ne? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt.
Was ist denn, Junge? Sag doch, er bekommt irgendeinen Scheiß hier. Stimmt! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Vielleicht ist das sein, er ist ja im Prinzip auch so eine Art Gott oder Halbgott zumindest. Vielleicht ist er nicht besonders stark, aber vielleicht ist das seine Gabe, dass er viel reden kann. Sie halten uns nicht auf, also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel Alter. Sein. Puh, so. Das ist natürlich... Wollen wir direkt drauf zu oder sind wir wieder der Erkundschafter? Ah. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Ich glaube nicht, dass hier noch was außenrum ist. Das muss der Eingang sein. Gehen wir. Oder vielleicht übersehe ich gerade wieder irgendwas. Was machen die denn? Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Sunadudu! Mach dich bereit, Junge! Ah, ich wollte den eigentlich. Oh lol, der ist einfach da. Den hat's da einfach reingehauen. Die sind echt verdammt schnell, da will ich nicht in den Fernkampf gehen. Eigentlich will ich bei denen nur in den Nahkampf gehen. Nahkampf! Vielleicht schaffen wir das bei dem. Ja, das wollte ich. Ich wollte mir unbedingt den Finisher nochmal angucken. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Ja.
Okay, what the fuck? Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Konzentrier dich! Also schwere Angriffe sind bei denen echt nicht gut. Und weg mit dir. Ah, ich rede sehr wenig bei den Kämpfen. Ich konzentriere mich sehr. Dunkelalben greifen gerne gemeinsam an. Wenn Vater einen schweren Angriff landet oder pariert, kann sie das auseinandertreiben. Ja, aber wenn die wirklich gemeinsam angreifen, die sind auch sehr schnell. Dann, ihr habt es ja gerade gemerkt, mir fällt es sehr schwer, starke Angriffe gegen die zu formatieren. Also, da bin ich lieber mit schnellen Angriffen beraten, habe ich so das Gefühl. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Ein Weg zum Tempel finden. Ja, dann müssen wir hier wahrscheinlich wohl doch ein bisschen rumtümpeln, sage ich mal, in den Gewässern. Und ich würde sagen, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt bei den ganzen Fähigkeiten, die ich mir die ganze Zeit durchlese. Tja, ich muss erstmal lernen. Muss erstmal gucken, was ich hier als nächstes ausbilde und so. Das ist auch wichtig. Man kann ja hier nicht nur irgendeinen Scheiß machen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Also, bis dann.